vielen Dank und vor allem für die nette Einleitung, die natürlich maßlos übertrieben war. Ich kann mich noch erinnern, er gehört ja auch dazu, zu diesen Urgesteinen. Als ich den Kollegen sagte, ich fahre jetzt nach Paderborn zum Heinrich-Nixdorf-Forum, was machst du denn da? Und ich treffe den Reinhard Kalslawik und ich habe ihn das erste Mal kennengelernt im Darkstuhl und habe mit ihm einige Flaschen Wein getrunken. Und so bin ich ja über Jahre. Und das ist ja das, was man im Darkstuhl macht. Ja, als wir den Vortrag konzipiert hatten, hatten wir überlegt, der erste Vortrag hatte ja auch schon einen Anklang Industrie 4.0, Enterprise 2.0, mal zu überlegen, was macht eigentlich so ein Unternehmen zum Enterprise 2.0 Unternehmen, was sind unsere Erfahrungen und kann man das dann irgendwie messen, ob man jetzt Enterprise 2.0 ist oder nicht und was bedeutet eigentlich so Kooperativität in diesem Umfeld? Und wir haben lange Zeit versucht, auch neben Usability diesen Begriff Kooperativität oder Kooperativity irgendwie zu prägen. Weil wir immer gesagt haben, naja, Usability eines Systems alleine reicht vielleicht nicht, sondern man muss auch schauen, wie sieht das zwischen Menschen aus, wie die mit dem System eigentlich miteinander kooperativ umgehen. Und wir haben es noch nicht endgültig geschafft, da irgendwie hinzukommen, aber versucht das mit ein paar empirischen Untersuchungen zu schaffen. Ja, ich selber komme aus dem Fraunhofer Institut für angewandte Informationstechnik. Ich denke, Fraunhofer ist bekannt und habe da einen assoziierten Professor in Aachen. Unser Institut liegt in St. Augustin, das ist direkt bei Bonn. Und wir haben immer dieses schöne Schloss hier auf unseren Folien, das ist das Schloss Brillinghofen, das ist das Kennzeichen für unseren Campus. Das ist im Wesentlichen dient es jetzt Repräsentationszwecken. Die 20-Jahr-Feier gestern war im großen Saal des Schlosses und Teile der Verwaltung sitzen jetzt oben drin und wir sitzen in so hässlichen Funktionsbauten, die daneben sind. Aber die gucken auf uns und wir gucken aufs Schloss, das ist viel besser als so andersrum. Gut, fangen wir mal an. Das ist das, was wir so in meinem Bereich machen. Das sieht jetzt so ein bisschen auch so marketingmäßig aus. Das muss ich im Hinterkopf auch immer haben, Fraunhofer ist sehr anwendungsorientiert. Die Mission von Fraunhofer ist ja auch, mit Firmen gemeinsam Lösungen zu schaffen. Und deshalb sind auch einige der Ergebnisse, die ich nachher zeige, wirklich gemeinsam mit Firmen entstanden, speziell mit einem großen Konzern. Aber ja, das sind so Aspekte, die bei uns in meiner Abteilung speziell genutzt werden oder erforscht werden. Das ist einerseits Kommunikation und Kooperation, klar, das BSCB-System, seit 20 Jahren unser Kind, an dem wir immer weiterarbeiten. Vor allen Dingen auch in den letzten Jahren oder seit vielen Jahren schon Mixed Reality, Augmented Reality, wo wir sehr froh sind, dass Google jetzt eigentlich diese Glas rausgebracht hat, weil das war echt so ein Durchbruch. Wir haben vor vielen Jahren Augmented Reality gemacht und alle Leute sagten immer, klasse, wenn die Hardware mal nutzbar wird, dann könnt ihr wiederkommen. Mit Google Glass ist ihr das erste Mal so richtig in die breite Öffentlichkeit gekommen, auch wenn die das jetzt erstmal wieder zurückgezogen haben. Der neue Hype entsteht jetzt über die HoloLens von Microsoft. Aber es gibt ja mittlerweile viele Produkte, die man für 800 Euro kauft. Und damit sind jetzt wirklich erstmal jenseits der Forschungsprototypen Anwendungen in größeren Konzernen möglich. Da machen wir einiges mit Bayer zusammen, im Einsatz solcher Brillen im Laborbereich auch. Naja, und dann Sensorik, Lokalisation, das sind alles so Aspekte, das steht jetzt alles unter dem großen Titel Digitalisierung und geht dann in Richtung Industrie 4.0 und Enterprise 2.0. Aber Enterprise 2.0 jetzt erstmal also den ersten Aufhänger dabei. Was hat das jetzt so mit CSCW zu tun? Rainer Kaslavik hat es schon erwähnt. Das ist eine Vorlesung, eine Folie aus meiner Vorlesung, die ich immer nutze, um so den Studenten auch nahezubringen, wie begann das eigentlich mit CSCW, also dieser ganze Forschungsbereich, Computer Supported Cooperative Work. Der Begriff wurde damals mal von der Irene Drive und anderen, also Irene Drive, das war die, die nachher dann Lotus Notes entwickelt hat, mit maßgeblich, bei einem Workshop definiert. Und da gab es dann am Anfang so ganz enthusiastischen Startup. Man wollte alles irgendwie modellieren und vor allen Dingen automatisieren. Ja, die Informatiker, wir haben gedacht, klasse, ne? Vernetzte Computer, wir haben so unsere Kooperationsmodelle und da müssen wir eigentlich nur mal so kurz hingucken, wie die Menschen so zusammenarbeiten, dann modellieren wir das und dann setzen wir den Rechner dahin und dann ist die Arbeit geschaffen. Alles automatisiert. Das ist natürlich massiv vor die Wand gefahren, wie Sie sich denken können. Dann kamen ja dann erstmal die Sozialwissenschaftler, mit Lucy Sachmann und anderen, die uns erstmal gesagt haben, so geht das nicht. Ihr müsst auch erstmal verstehen, wie die Leute wirklich arbeiten. Das war dann so diese Phase der Missing Acceptance, dann Phase des Pragmatismus, viel mehr Tools anstatt komplexer Systeme, die die Leute gemeinsam miteinander nutzen können. Ja, und dann kamen auf einmal die New Medias, die da reinkamen, Augmented Reality, mobile Systeme, Ubiquitous Computing, die dann Einzug gehalten haben in diese Forschungsszene und haben wir es auch mal verglichen mit diesem üblichen Gartner-Hype-Cycle, große Peak of Inflated Expectations, dann ist man erstmal ins Tal gefallen
dann ging es so langsam los. Eben im Gespräch mit Reinhard haben wir eigentlich auch festgestellt, naja, so diese ganzen Media-Sachen, dieser konstruktive Ansatz in dem CSCW-Bereich, der da lange Zeit herrschte, ist ein bisschen zurückgegangen. Denn was heutzutage sehr viel gemacht wird, gerade auch im CSCW-Bereich, ist die Untersuchung von Social-Media-Systemen. Man kann häufig sagen, wenn man so auf die CSCW-Konferenz geht, einige Leute sagen, das ist die Konferenz für Social Media und Wikipedia. Ja, also wird immer Wikipedia untersucht. Wie nutzen Leute Twitter? Wie nutzen Leute Wikipedia? Wie sehen dann die Wiederholungszyklen aus und Ähnliches? Aber letztendlich ist sehr viel, was in diesem Social Media Bereich jetzt entstanden ist, relativ interessant auch für Unternehmen. Und da kommen wir dann zu der Brücke. CSCW beschäftigt sich jetzt sehr viel auch mit Social Media Aspekten, aber zu der Brücke von Social Media, wie wir es aus dem Consumer Bereich kennen, hin zum Unternehmen und die Effekte, die das eigentlich hat. Denn wenn man sich mal anschaut, dann sind das viele Dinge hier, die nicht in Unternehmen entstanden sind. Wikipedia ist außerhalb von Unternehmen entstanden, Xing ebenfalls. Blogs, Microblogs, also Twitter, Facebook, außerhalb des Unternehmens. Social Bookmarking, Delicious und solche Systeme sind eigentlich außerhalb von Unternehmen entstanden. Und ganz interessant ist zu beobachten, dass die Unternehmen jetzt so ein bisschen damit zu kämpfen haben, wie diese Systeme, die jeder so nutzt, in seinem privaten Umfeld Einfluss nehmen auf die Kooperation im Unternehmen selbst und damit auch die Struktur im Unternehmen stark verändern können. Wikipedia ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Klar, der Nutzer wird zum Informationsanbieter, von Consumer zum Prosumer, wie das dann immer so schön heißt, aber es ist auch eine Absenkung der Eintrittsschwelle. Ganz einfache Beispiele. Mitarbeiter in Unternehmen sagen, ich kann einfacher die Webseite oder die Wikipedia-Seite unseres Unternehmens, unserer Produkte ändern, als irgendwelchen Einfluss auf unsere eigenen Seiten nehmen, aufs Intranet. Da entsteht auf einmal der Bedarf, selber zu sagen, ich möchte letztendlich hier auch sehr viel mehr Freiheiten haben in den Informationssystemen im Unternehmen. Ich möchte hier mit jedem beliebig kommunizieren können. Und warum ist das so einfach, in Wikipedia eine Seite zu ändern? Und warum ist das so komplex in meinem Unternehmens-IT-System, wo es Berechtigungen gibt, endlose Berechtigungen? Nehmen wir das Beispiel, wenn häufig Informatiker hingehen und einen Prozess umsetzen, dann nehmen die erstmal das Papierformular, was es gibt, schauen sich an, wer wo was darf, wer wo unterzeichnen darf und setzen das dann in einen Prozess um. Das ist der Effekt. Sie stoßen in dem Prozess sehr schnell an Ausnahmen. Da kann ich jetzt nichts eintragen, weil das entspricht nicht meiner Rolle. Haben Sie mal auf Papier erlebt, dass das Papier den Kugelschreiber abweist, wenn Sie an der falschen Stelle schreiben wollen? Nie. Und genau diese Art der Flexibilisierung ist dann häufig auch in den IT-Systemen notwendig. Ich habe schon so viele Sachen unterschrieben, die ich vielleicht gar nicht hätte unterschreiben dürfen oder irgendwo was eingetragen. Ich glaube, mein Chef hätte mir eher die Ohren lang gezogen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Aber es war nachvollziehbar, dass ich es gemacht habe. Und damit sehen wir auch, was so in Wikipedia und vielen Kooperationssystemen auch entsteht. Diese Nachvollziehbarkeit spielt eine große Rolle. Dass man im Nachhinein auch sehen kann, was dort passiert ist. Das ist ja auch bei Wikipedia also ein Grund, dass man sagt, naja, das, was da reingeschrieben wird, das ist schon relativ zuverlässig, weil die Leute beobachten, was passiert und es wird relativ schnell kontrolliert, weil man auch mitbekommt, dass etwas passiert. Blogs und Microblogs im Unternehmen. Auf einmal der große Boom, Blogs und Microblogs, um die E-Mail-Flut abzulösen. Für viele Unternehmen ist das so der Ansatz, wir wollen eigentlich die E-Mail-Flut im Unternehmen ablösen. Wir arbeiten da mit großen Konzernen zusammen, die nur darunter klagen, dass sie auf 1000 CC-Listen stehen und alles immer an alle verteilt wird. Wo das Heil letztendlich dann in Blogging-Systemen und Activity-Streams gesucht wird. Und das Interessante dabei ist eigentlich, dass in all diesen Systemen so ein Wandel stattfindet. Denn wenn wir vor Jahren noch von Wissensmanagement oder auf Wissensmanagement-Konferenzen waren, dann wurde immer gesagt, ja, die Benutzer sagen immer, warum soll ich mein Wissen kundtun, damit andere den Profit haben? Wir haben immer überlegt, wie kommen wir dahin, dass die das machen? Die haben es irgendwie geschafft. Ja? In Facebook schreiben wir alles rein, wir schreiben alles in Twitter rein, wir teilen unser Wissen unentwegt, weil wir im Prinzip häufig für uns arbeiten. Wenn wir versuchen, unser Image im Netz zu verbessern, in den sozialen Medien, deshalb nenne ich das auch häufig ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, arbeiten eigentlich für uns und implizit für andere. Ja, wir tragen das ein, wir pflegen unser Xing-Profil, um da auch schön präsent zu sein. Ja, andere haben natürlich den Vorteil davon, die wissen immer, was wir gerade machen und tun, und haben immer die aktuelle Adresse. Das ist auch so ein Wandel, der da stattgefunden hat, und heute redet da kaum noch einer von.
da sagt, warum soll ich da was reinschreiben, ne, wenn auch andere da haben, weil sie auch den Nutzen sehen. Sie werden geliked, ne, man hat dann unmittelbaren Feedback und all solche Aspekte. Und der Michael Koch, der hat aber eine schöne Tabelle angefangen, der jetzt bei der Bundeswehr-Uni in München ist, eine schöne Tabelle angefangen, indem man mal gesagt hat, was ist so der Unterschied eigentlich zwischen Groupware und Social Software? Auch wie ist das von CSCW? Was unterscheidet das, was wir da so früher erforscht haben mit BSCW? Ich weiß noch, Steam, da gab es damals mal hier die große Konkurrenz am Anfang auch zu BSCW. Die haben so gruppenorientierte Kommunikation und hier hat man so Personen- und Self-Oriented Communication. Man sieht das immer so schön daran, wenn ich eine E-Mail schreibe, dann adressiere ich jemanden. Liebe Kollegen, hiermit möchte ich euch einladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Ja, bei uns im Microblog, da schreibe ich rein, Mittwoch Präsentation eines Studenten. Eine ganz andere Art der Kommunikation, die da stattfindet. Oder so ich-zentriert auch. Ne? Hier mehr so me-centric. Ja? Man spricht so über die Gruppe an, hier so me-centric. Ich mache das jetzt und teile das dann mit anderen mit. Hier hat man bei Groupware auch versucht, so eine Art Taxonomie zu schaffen von Schlagworten, die vergeben werden. Bei Social Software ist es eine Folksonomie. Wir taggen. Über das gemeinsame Taggen entstehen so Häufungen, die wir dann in Tech-Clouds darstellen und schon entstellt so eine Taxonomie und damit einigen wir uns so implizit auf Schlagwörter, die wir Begriffen geben können. Ähnlich mit Hashtags bei Twitter oder ähnlichem. Also eine Reihe von sehr schönen Dingen hier. Oft wird dann ja auch so Groupware top-down implementiert in Unternehmen. Der Manager sagt, wir nutzen jetzt hier SharePoint. Und ich habe das bei einem großen Unternehmen erlebt, da wurde SharePoint und Connections eingeführt und die Mitarbeiter haben gleichzeitig Yammer entdeckt. Ja, Yammer ist ja auch so ein Social Networking System, meldet man sich an, ist man drin. Da musste nachher von oben, ganz oben verboten werden, Yammer zu nutzen, weil die das viel besser fanden. Da war so ein richtiger Grassroot-Effekt. Die Leute haben angefangen, Yammer zu nutzen im Unternehmen, obwohl es eine vergleichbare Plattform gab. Die fanden das viel cooler. Das musste nachher gesperrt werden, um die da wirklich rauszubekommen aus diesem System. Und da haben halt häufig jetzt mittlerweile Unternehmen so das Problem, dass sie sagen, das, was da so im Web 2.0 und Social Computing passiert, und wir haben hier so unser E-Collaboration und Groupware und unsere Mitarbeiter, die gehen einfach alle hier so dahin. Die nutzen Facebook-Gruppen, um sich auszutauschen, weil wir ihnen diese Plattform nicht anbieten können. Die gehen in externe Foren und diskutieren da, oft für die IT-Abteilung unsichtbar. Und die dann eben sagen, wir müssen eigentlich in dieses System rein. Und was so dahinter steckt, ist oft, hier hat man so dieses Living Lab of Freedom, alles ist erlaubt, alles geht, ne? Keine Beschränkungen, ganz niedrige Eintrittsschwelle und hier hat man so das Living Lab of Policies. Und das ist dann letztendlich so auch mit diesem Enterprise 2.0 passiert, nämlich zu schauen, wie kann man diese Aspekte jetzt hier in Unternehmen nutzen. Und damit kämpfen im Moment viele Unternehmen, die sagen, wie können wir solche Anwendungen hier bei uns wirklich integrieren. Man sieht das auch so an der Evolution der Systeme, wenn man sich mal SharePoint anguckt, was SharePoint vor einiger Zeit noch konnte, dann war das auch so ein Dokumentenmanagementsystem. SharePoint hat mittlerweile sehr viele Funktionen rund ums Blogging, Activity Streams, Microblogging und ähnliches. Das gleiche gilt für IBM, die Lotus Notes ja platziert haben oder gekauft haben irgendwann mal, die das jetzt abgelöst haben mit IBM Connections, einer Social Media Plattform für Unternehmen, die jetzt von vielen Systemen genutzt wird, um eben solche Dinge hier einzusetzen. Wir brauchen vielleicht auch den anderen Weg, denn das, was wir hier gelernt haben, was gut in Firmen funktioniert, müsste eigentlich auch stellenweise in manchen Systemen wieder zurückfließen in diese Social Computing Aspekte. Und das ist so eine Art Checkliste, die wir häufig auch mit Unternehmen diskutieren, um ihnen zu sagen, na, wo seid ihr eigentlich? Wo ordnet ihr euch eigentlich ein in diesem Bereich? Was wollt ihr eigentlich im Unternehmen stützen? Seid ihr eigentlich ready für ein Unternehmen 2.0? Nämlich, wollt ihr die Präsenz der Leute im Unternehmen stützen? Wollt ihr die Sichtbarkeit derer Aktionen darstellen, die Selbstorganisation fördern? Oder setzt ihr auf vorgeschriebene Abläufe? Ist die Individualisierung erforderlich oder die Standardisierung? Und wenn man dann sehr häufig auf der linken Seite oder eher auf der rechten Seite sein Kreuzchen macht, ja, dann kann man oft sagen, ihr seid eigentlich noch nicht fertig von euren eigenen Ansprüchen her, solche Systeme einzusetzen, weil sie dann auch nicht richtig genutzt werden. Nun, ich überspringe das mal. Letztendlich, was dabei dann rauskommt, sind nachher solche Social Media Frameworks, wie sie heutzutage dann in Unternehmen eingesetzt werden, die über das reine Dokumentenmanagement, wie wir das kennen, hinausgehen und sehr, sehr viele Funktionen anbieten, die dann heutzutage von SharePoint, IBM Connections, Jammer, Jive und stellenweise auch von BSCW eingesetzt werden. Und das Interessante dabei ist jetzt letztendlich auch zu schauen,
Wie adressiert das wiederum so den zukünftigen Arbeitsmarkt, den die Unternehmen haben? Denn viele Unternehmen sagen, wir müssen eigentlich für junge Leute attraktiv sein, um die High Potentials in unser Unternehmen zu ziehen. Also die jungen Leute, die jetzt hier sitzen, die dann nachher mal gehen und in die Unternehmen gehen. Denn viele klagen darüber, die sagen, ich komme dann jetzt hier so an meinen Arbeitsplatz und das, was ich hier vorfinde, ist IT-Technik und Kommunikations- und Kooperationstechnik von gestern. Ich kann mit meinen Kollegen im Team viel besser arbeiten, wenn ich all diese externen Systeme nutze. Und da gibt es sehr schöne Untersuchungen jetzt mittlerweile auch, was so genutzt wird letztendlich jetzt hier. Ich weiß gar nicht mehr genau, was für den Jim stand. Das ist eine Untersuchung, die mit Internetnutzern durchgeführt wurde, nämlich letztendlich die Nutzung von Online-Communities. Und was da ganz interessant ist, ist einerseits auch wiederum, dass die anscheinend zurückgeht. Wir sehen hier im Prinzip so, war das 2011, war so 88%, 87, 83, es geht allmählich so zurück. Online-Communities ist ja sowas wie Facebook und solche Systeme. Was anscheinend in der Nutzung zurückgeht, jetzt kann man sagen, habe ich ja immer schon behauptet, dass die Systeme alle Quatsch sind und brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Da kommt aber schon die nächste Welle an, nämlich diese Welle hier von WhatsApp. Was ist eigentlich heutzutage auf Mobilgeräten installiert? Und da sieht man hier Instant Messaging. Systeme. Zu einem großen Anteil in dieser jüngeren Altersgruppe Communities wie Facebook und ähnlich, die Facebook-Apps zu einem viel geringeren. Und wie oft nutzen die das eigentlich? 20 bis 50 Mal in dieser Altersgruppe hier, die hier befragt worden ist. Das war hier die Altersgruppe, ist hier durch die Farben gekennzeichnet, hier sieht man das wieder. Das heißt also, so häufig werden jetzt WhatsApp und ähnliche Systeme genutzt, die anscheinend nur diese schnelle Kommunikation so diese Community-Kommunikation stellenweise abgelöst hat. Und kann das so ein bisschen häufig damit vergleichen, dass da so ein Anspruch entstanden ist, wie es Queen vor langer Zeit mal gesagt hat, I want it all and I want it now. Diese Unmittelbarkeit, die WhatsApp gegenüber Facebook jetzt stellenweise schon bietet, hat hier eine große Bedeutung auch dafür, wie solche Systeme akzeptiert werden und angenommen werden. Und auch diese Erreichbarkeit, man ist immer im Kontakt. Es wird kaum noch geplant eigentlich. Ich merke das eigene Beispiel mit meinem Sohn, den fragt man um 6 Uhr, was machst du heute Abend, weiß ich nicht. Fragt ihn um 7 Uhr, man weiß es nicht, um 8 Uhr ist die Party geplant. Über diese Medien entsprechend. Und das hat natürlich auch eine Bedeutung für wiederum die Zufriedenheit mit solchen Kommunikations- und Kooperationssystemen in Unternehmen. Und da waren wir letztendlich dann, standen wir vor der Frage auch, bei einem großen Unternehmen, was eine komplett neue Kommunikations- und Kooperationsinfrastruktur eingeführt hat, die wollten einfach wissen, sind die unsere Benutzer damit zufrieden oder nicht? Und in einem langen Prozess ist dann ein Fragebogen entstanden, der in dem Unternehmen verteilt wurde und der 16.000 Rückläufer nachher hatte. Und das lag, Rücklaufquote so bei 20%, da können Sie also denken, das war ein richtig großes Unternehmen, war für dieses Unternehmen eine relativ gute Rücklaufquote letztendlich. Die Fragestellung war eigentlich, wie zufrieden sind die Mitarbeiter mit den neuen Werkzeugen, die hinter dem neuen Office stehen, dem neuen Windows stehen, die hinter Connection stehen und die hinter SharePoint stehen. Das war eine Frage. Und dann war die Frage, die noch gestellt wurde, was sind eigentlich gute Werte? Und so als Fraunhofer und RWTH Aachen müssen das auch irgendwie wissen. Was sind gute Werte, wenn wir die Leute befragen? Wir wussten das auch nicht, weil es so ein Benchmarking kaum gibt in diesem Umfeld. Wir haben dann versucht, über eine Frage oder so verschiedene Fragen mal rauszukriegen, wann sind eigentlich solche Systeme oder was sind so optimale Werte oder was kann man an Zufriedenheit erreichen? Und das war eine Frage, die da gestellt wurde, nämlich ist die ständige Erreichbarkeit und die unmittelbare Kommunikation für Sie ein Segen oder ein Fluch dabei? Und wir sehen jetzt hier mal die Zufriedenheitswerte mit einer Auswahl von verschiedenen Fragen, die da kamen. Also, Working Collaboration from Anywhere, Efficient Self- und Team Organization, wie zufrieden waren die Leute jetzt mit dem aktuellen System? Und die geantwortet haben, diese Erreichbarkeit und diese unmittelbare Kommunikation ist für mich ein Segen. Die hatten viel, viel höhere Zufriedenheitswerte mit all diesen Fragen. Hier unten auch die Overall Satisfaction war deutlich höher bei denen, die gesagt haben, für mich ist das hier ein Fluch. Und was dahinter eigentlich steckt, ist auch die Fragestellung, wie bringe ich diesen Mindset auch voran in Unternehmen, bei den Mitarbeitern und auch die Ausbildung letztendlich, die dahinter steckt und die Qualifikation solcher Systeme sinnvoll zu nutzen, um dann letztendlich bei allen diese hohe Zufriedenheit zu erreichen. Denn das war eigentlich die Zielvorgabe nachher für die Manager in den einzelnen Teilkonzernen,
diese hohen Zufriedenheitsstufen hier bei der nächsten Umfrage irgendwann zu erreichen über entsprechende Change-Management-Prozesse, die da angestoßen wurden. Das war eigentlich eine ganz interessante Sache, weil diese Frage nach dem Segen und Fluch der ständigen Erreichbarkeit stellen wir am Anfang eventuell von einem hohen Manager wahrscheinlich rausgekickt wurde. Da sind wir durch eine relativ heiße Telefonkonferenz geflogen, wo er sagt, wie können Sie diese Frage stellen? Wie kann man die stellen? Sie hatte aber nachher großen Einfluss darauf, um so die optimalen Werte rauszubekommen für diese spezielle Zufriedenheit hier. Es gab noch andere Fragen, zum Beispiel, wie schätzen Sie sich eigentlich als PC-Profi oder glauben Sie, Sie können sehr gut mit PCs umgehen, ja, diese Literacy von solchen Systemen ein? Also eine Vorstellung, wie da die Antwort aussah. Wenn man jetzt mal die Ergebnisse clustert, danach Leute, die sagen, ich kann gut mit solchen Systemen umgehen und sollten die weniger umgehen können. War genau umgekehrt. Leute, die gut mit Systemen umgehen können oder diese eigene Einschätzung hatten, waren sehr viel unzufriedener mit dem System, was neu eingeführt wurde, als die Leute, die sagten, ich kann eigentlich gar nicht so gut damit umgehen. Die Hypothese, die wir haben, ist, die sind besseres Gebot. Das sind IT-Experten und die sagen, das, was jetzt hier im Konzern eingeführt worden ist, ist zwar absoluter Stand der Kunst, aber zu Hause habe ich viel Besseres. Und deshalb sind die da auch noch unzufriedener mit dem, was eigentlich dort genutzt wird. Und was dahinter steckt, ist letztendlich auch ein Wandel im Unternehmen. Das ist so das, worüber Unternehmen 1.0 häufig noch gesprochen wird, nämlich man redet über Computernetzwerke, über geteilte Informationen, über Dokumentenverknüpfungen. Der PC spielt da immer noch eine große Rolle, Work-Life-Balance und Wissen ist Macht. Und so im Social Web und im Unternehmen 2.0 reden wir nicht mehr über Netzwerke, wir reden über Umgebungen, die wir bewohnen, die wir besetzen, die wir hier benutzen. Wir sind dort repräsentiert als Benutzer. Benutzer sind dort sichtbar mit ihren Aktionen, die sie dort machen. Und nicht mehr einfach nur, indem sie da Informationen ablegen, sondern ich bekomme Feedback zu dem, was ich dort tue. Einer der großen Punkte, dass ich Likes setzen kann in vielen Informationssystemen mittlerweile, dass ich Feedback darüber bekomme, was andere Leute mit meiner Information machen. Das hat in vielen Diskussionen mit den Mitarbeitern noch dazu geführt, wenn die sagen, ja, wenn ich da etwas einstelle und ich sehe, dass andere Leute das wiederverwenden, dass sie das mögen, dass sie das entsprechend raten, dann fange ich auch an, das Ganze zu teilen. Dokumentverknüpfungen, womit das Web mal begann, es ist eigentlich jetzt ein Web von Leuten. Social Tagging, sich mit Leuten zu verbinden, das ist das, was da entstanden ist. Personal Computer spielt vielleicht noch im Unternehmen eine Rolle. Mittlerweile heißt es ja Mobile First, Social Appliances. Es muss alles auch auf mobilen Geräten laufen. Und die Work-Life-Balance, diese Abgrenzung und die Balancierung zwischen dem, was ich auf der Arbeit mache und im Leben, spielt eigentlich eine Work-Life-Integration. Beides ist stark miteinander verknüpft. Und wie ich eben schon sagte, früher hatte man so diesen Punkt, Wissen ist Macht. Und heute hat man den Jahrmarkt der Eitelkeit. Häufig auch in Unternehmen. Es gibt dann stellenweise wirklich auch über Serious Gaming Aspekte und über Gamification Aspekte Badges, die Leuten vergeben werden, abhängig davon, wie aktiv die in den sozialen Medien agieren. Bei IBM ist es so, dass in den jährlichen Gesprächen, die dort stattfinden, geschaut wird, wie aktiv sind die in den IBM sozialen Netzwerken, also dann in Connections, wie aktiv sind die da. Atos hat eine Zero-E-Mail-Policy aufgerufen und hat gesagt, wir verschicken keine E-Mails mehr im Unternehmen. E-Mail wird abgeschaltet. Die kommunizieren nur noch über soziale Netzwerksysteme in den Unternehmen. Und dann entsteht jetzt die Fragestellung, okay, wenn wir jetzt so weit sind und sagen, wir nutzen all die Systeme, wann sind wir da eigentlich gut? Und diese Fragestellung konnten wir eigentlich auch so nicht beantworten. Nicht beantworten dadurch, dass wir gesagt haben, naja, wenn Sie da so einen Zufriedenheitsgrad von 3,5 erreichen oder so, das reicht dann nicht, sondern wir haben gesagt, können wir mal ein schon lange existierendes System nutzen, um mal nachzuchecken, wie nutzen Leute eigentlich das System und können wir daraus irgendwelche Designkonsequenzen ziehen? Und da gab es dann noch Untersuchungen dazu, nicht allzu viele letztendlich, vielleicht weil es so eine langfristige Nutzung von diesen Systemen so gar nicht gab. Wir haben heutzutage viele Systeme wie mit Groupdesk und Teamrooms, fing es damals an, wir haben BSCD, Notes, SharePoint, IBM Connections, jetzt Dropbox, Google Drive und ähnliches. Aber eine quantitative Benutzungsanalyse für die Systemoptimierung haben wir da gar nicht so viele gefunden. Der Kollege Wolfgang Appelt, einer der ersten, der auch am BSCW entwickelt hat, der hat das 2001 mal gemacht und der Nils Jeners im Rahmen seiner Promotion hat er unter anderem auch die Funktionsnutzung im BSCW mal analysiert. Das ist absolut frustrierend. Ja, das System hat zig Funktionen und die Leute nutzen Upload, Edit und Read und nichts anderes. Wie in vielen anderen Systemen.
Ja, man hat diesen schönen, wunderbaren Longtail der Funktionsnutzung darin. Michael Muller hat es in IBM Connections gemacht. Der hat einfach mal so individuelle Nutzungsprofile analysiert, weil er einfach dahinter kommen wollte, ist die Tatsache, dass einige Leute sich nicht engagieren in einem System. Steckt das in deren Köpfen drin? Sind die also Lurker und nur Leser und nicht Beitragende, weil die so gestrickt sind? Weil die sagen, ich trage nicht bei, das ist mir alles zu neumodisch. Oder hat das andere Gründe? Komme ich gleich noch zu. Und hat das dann auch nochmal 2012 über IBM Connections untersucht, über Content-Typen. Gibt es da so bestimmte Nutzertypen, die nur bestimmte Content-Typen bearbeiten oder ähnliches? Nun, wir haben uns überlegt, lass uns doch mal BSCW nutzen. Dieses System, was für Basic Support for Cooperative Work steht, hat damals diesen Titel bekommen, weil wir CSCW-Forschung gemacht haben. Wir dachten, wir hatten ein ASCW, das war der Assistant Support for Cooperative Work. Mit Thomas Greifens und ich hatten da mal ein Papier auf den Kucks zu. Und dann gab es CSCW und da war BSCW naheliegend. Liegt in der Mitte, Basic Support. Ist ein furchtbarer Name letztendlich. Kann sich keiner merken, im Englischen nicht aussprechbar. Also das W da hinten dran. Und letztendlich haben wir immer nach einem neuen Namen gesucht, aber es ist dabei geblieben. Wie gesagt, seit 95 gibt es das System. Und seit 95 gibt es auch einen öffentlichen Server, der immer wieder für Projekte genutzt wird. Da kann man sich anmelden. Der hat eine Quota-Regelung mittlerweile, weil Leute den im Prinzip als File-Sharing und Video-Austausch-Plattform genutzt haben. Da muss man also aufpassen. Und hier sieht man so ein bisschen die Geschichte. So sah das damals aus, so entwickelte sich das dann über die Jahre. Was man sehr schön ablesen kann, ist auch die Bildschirmbreite hat sich deutlich gewandelt in den letzten 20 Jahren. Das sind jeweils Fullscreen-Dumps, ne, die man da sieht. Und die Forschungsfragen, die wir eigentlich hatten bei der Untersuchung, um auch mal ein Benchmarking liefern zu können, waren, welche sind eigentlich gute Metriken, um Activity und Performance in solchen gemeinsam genutzten Räumen zu messen. Ne, diese Räume, die Sie eben auch sehr schön eingeleitet haben, nämlich dieses Zentrum, wo ich Dokumente ablege und darüber kooperiere. Wo ich nicht nur Dokumente ablegen kann, wo ich im Kontext eines Dokumentes Diskussionen führen kann, was ich raten kann und was ich, oder tausende von Edit- und Create-Operationen habe. Wenn man solche verschiedenen Workspaces hat und darüber die Metriken, kann ich die irgendwie klassifizieren, kann ich da Rhythmen feststellen, Rhythmen der kooperativen Arbeit? Und was ist eigentlich eine gute Performance? Können wir Kooperationen benchmarken? Und was sind letztendlich dann Design Applications, die dahinter stecken. Nun ist es bei BSCW so, dass BSCW sehr viel lockt. Also alles, was wir in BSCW machen, wird gelockt. Wir machen das zumindest so. Bei einigen Firmen, die das BSCW installiert haben, wird das alles abgeschaltet. Wenn der Betriebsrat da mal hinterkommt, dann ist Feierabend. Damit, dass da gelockt wird, wer was wann wo wie gemacht hat. Das wird dargestellt über so Icons, RSS-Feeds, es gibt den Aktivitätsbericht, es gibt eine App und man hat eben die Historie. Dass zu jedem Objekt ist die komplette Geschichte des Objekts gespeichert. Das kann man sich alles, wenn man möchte, über einen CSV-Export runterladen. Und das haben wir mal gemacht für 9 solche Arbeitsbereiche. Und zwar haben wir uns die ausgesucht, jeweils 3, mit denen wir Projekte unterstützt haben. 3, die für Abteilungen benutzt wurden. 3, mit denen ich eine Vorlesung betreut habe. Insgesamt waren 700 Benutzer involviert darin. 7.500 Objekte lagen in diesen 9 Arbeitsbereichen. Und 44.000 Ereignisse steckten dahinter. Man sieht das jetzt hier nochmal. Man sieht diese verschiedenen Arbeitsbereiche hier. Die waren unterschiedlich groß, also die sind organisatorischer Stellen, 2 sind nur 9, einer mit 250 Leuten. Die Projekte waren auch relativ groß, das waren EU-Projekte zwischen 50 und 105 Leuten. Die Länge, die Projekte und die Arbeitsbereiche existierten, schwankten hier auch mindestens 1,5 Jahre bis hin zu mehreren Jahren, fast 10 Jahre letztendlich in diesem Arbeitsbereich. Agiert mit den entsprechenden Aktivitäten. Dann haben wir das erstmal probiert aufzuzeichnen, haben wir geguckt, okay, wir fassen Ereignisse in die Klassen Read, Edit und Create zusammen. Also alles, was irgendwie darauf hindeutet, hat einer was gelesen oder hat etwas editiert, also hat Attribute geändert, hat Metadaten geändert, hat den Content selber geändert, hat vielleicht auch Zugriffsrechte geändert und Create, es wurde wirklich etwas erzeugt. Das sieht schon mal ganz klar so aus, dass im Wesentlichen gelesen wird. Ist ganz typisch für solche Systeme hier, sagt aber noch nicht allzu viel. Wenn man sich das mal etwas anders darstellt, kommt man zu einer ganz interessanten Clusterung. Nämlich, dass Projekte ungefähr eine ähnliche Anzahl haben der Create zu den Edit-Ereignissen. Da wird schon relativ viel kooperiert. Insgesamt
liegt so dieses Editieren von einmal erzeugten Objekten, ist nicht so hoch, wenn man das sieht. Ist ein bisschen enttäuschend. Man hofft ja auch immer, dass da gemeinsam an etwas weiterentwickelt wird. Eine Erfahrung, die wir da immer wieder sammeln, ist, es wird sehr viel hochgeladen und oft erfolgt diese gemeinsame Erzeugung außerhalb oft. Manchmal, zu allerlei Wesen, oft noch über E-Mail, indem E-Mails ausgetauscht werden, bevor die Leute das etwas hochladen. Was Sie eben erwähnt haben, fand ich ganz interessant. Naja, wenn ich da so eine Historie habe, dann sehe ich ja all die Rechtschreibfehler. Die Leute haben Angst davor, dass man das stellenweise sieht. Und der andere Punkt ist, die haben Angst, das, was einer mal jemand eingestellt hat, zu editieren, aus Angst, das kaputt zu machen. Was da wunderbar hilft, ist immer, eine Versionskontrolle einzuschalten und zu sagen, ist egal, ihr könnt machen, was ihr wollt, es ist immer noch alles da. Das erhöht schlagartig letztendlich auch die Bereitschaft, doch neue Versionen einzustellen. Bei den Departments sah es so aus, dass Create deutlich über dem Edit lag. Hier wurde viel mehr erzeugt, als dann auch wiederum editiert wurde von anderen Leuten. Typischer Bereich für Archiving. Das heißt, das System wird sehr stark fürs Archiving eingesetzt in Departments. Und bei Lectures haben wir natürlich einen hohen Anteil der Lese, wenig wird editiert. Das sind im Prinzip nur, wenn die Tutoren dann nochmal was neu einstellen, weil die Studenten ja eigentlich nicht die Vorlesungen des Professors nochmal editieren sollen. Da wird aber entsprechend viel gelesen. Ist eigentlich auch typisch. Wenn man das jetzt auch mal nimmt, kann man, ohne jetzt zu wissen, wozu ein Arbeitsbereich ursprünglich mal angelegt wurde, daraus wieder Rückschlüsse ziehen über die Nutzung, die Nutzungsmuster. Und das dann wiederum auch dazu nutzen, um zum Beispiel Activity Reports, Eventing oder die Nutzungsschnittstelle auch zu ändern. Automatisch. Der nächste Schritt war dann mal darüber nachzudenken, kann man Performance-Indikatoren finden? Das heißt, wir haben einfach nur die Aktivität genommen als Maßstab für was passiert, also die Anzahl der Ereignisse geteilt durch die Anzahl der Mitglieder mal der Zeit. Produktivität sind Erzeugungsereignisse, da wurde wirklich etwas neu erzeugt. Und Cooperativity, da wurde etwas editiert, was vorher schon existiert. Haben wir das mal aufgespannt. In einem Projekt von Januar 11 bis 12, das war ein großes EU-Projekt mit fast 100 Mitgliedern. Und da entstehen dann immer Maßzahlen hier, die da rauskommen. Und wir hatten insgesamt 46% aller Tage waren die Leute hier wirklich aktiv. Wenn man die Wochenenden rausnimmt, waren es 64%. Wenn man davon ausgeht, dass am Wochenende nicht gearbeitet wurde, obwohl es war ja ein EU-Projekt, da wird auch viel am Wochenende gemacht von den Wissenschaftlern. Produktive Tage waren 26% und kooperative Tage 20%. Wir sehen das ja auch, ne? Die aktiven Tage, wo überhaupt irgendetwas passiert, ist natürlich deutlich höher. Aber so richtig sehen wir da auch noch nichts. Ne? Es sind schöne bunte Balken. Hier hat es mal einen Peak gegeben, klar. Manchmal unterscheiden sich hier die Balken in ihren Höhen. Aber wir haben dann mal versucht, Cluster zu finden, in denen wir uns überlegt haben, wie sieht eigentlich so ein typisches Nutzungsverhalten aus, wenn das Ganze ein Archiv ist eigentlich. Denn wir haben gefunden, dass es da Balken gibt, wo die Aktivität ungefähr gleich der Produktivität war. Das heißt, wir produzieren sehr viel, die Kooperativität ist aber gering, wird wenig editiert. Wesentlich produziert, wenig editiert. Das heißt, die Gesamtaktivität, die sich daraus letztendlich zusammensetzt, entspricht ungefähr der Produktivität. Co-Creation heißt, Leute machen etwas gemeinsam. Wir haben eine hohe Aktivität. Die Produktivität ist im Prinzip so ein bisschen kleiner als die Kooperativität. Wir haben insgesamt eine hohe Kooperativität dabei. Reuse. Wir haben eine hohe Produktivität und eine geringe Kooperativität. Der ist tot, wenn kaum was passiert. Und Deadline Approaching, alles ist hoch. Und das finden wir auch. Lass uns mal anschauen. Reuse. Da wurde sehr viel eigentlich wiederverwendet. Sehr viele Edits passierten da. Es wurde gar nicht so, hier, also die produktiven Tage hier, ne, oder die kooperativen Tage hier, da war im Prinzip relativ viel los. Da war eine Deadline. Macht sich deutlich sichtbar hier in diesem Arbeitsbereich. Ne? Wurde sehr viel produziert, sehr viel wiederverwendet. Co-Creation. Sehr interessant hier. Dass wir hier im Prinzip auf einmal die Kooperativität, die Edit-Ereignisse deutlich über denen der produktiven Sachen war. Wurde wenig neu erzeugt, aber vieles das, was schon da war, wurde neu wieder überarbeitet und genutzt. Co-Creation in diesem Fall hier, da war es nett, das war Weihnachten, ne? Das spielt sich auch wieder. Und so konnte man dann doch bestimmte Muster wiederfinden in den Nutzungsdaten des Systems. Sodass man aus diesen Maßzahlen für Kooperativität, Aktivität, und Kreativität letztendlich auch so ein Nutzungsmuster wieder rückkoppeln kann.
Der nächste Punkt ist dann mal zu schauen, wer ist eigentlich für so Aktivitäten verantwortlich? Wir haben jetzt einfach mal aufgetragen, die Prozentzahl der Mitglieder, die für eine bestimmte Prozentzahl von Ereignissen in einem solchen Arbeitsbereich verantwortlich sind. Wir sehen, das steigt sehr schnell an, was schon einen Hinweis darauf gibt, dass es eine geringe Anzahl von Mitarbeitern gibt in diesen Arbeitsbereichen oder Mitgliedern, die für die Mehrzahl der Ereignisse verantwortlich sind. Und es passt überall das Pareto-Prinzip. 20% von irgendwas ist verantwortlich von 80% des Restes. 20% aller Mitglieder, hier, fast ungefähr bei den 20%, ja, was fast ähnlich ist, ist anders, aber mit gutem Grund, haben 80% aller Ereignisse produziert. Es ist ganz deutlich so, dass in diesen Projekten es wenige sehr aktive gibt, ungefähr die 20%, und der Rest ist mehr inaktiv dabei. Hier war es etwas anders, das waren diese Vorlesungsarbeitsbereiche, ja. Da haben natürlich viele gelesen. Ja, und dadurch flacht die Kurve ab, was eigentlich ein gutes Zeichen ist. Ne? Wenn die Kurve flacher ist, dann heißt es, es sind nicht wenige, die dafür sorgen, dass die Anzahl der Ereignisse groß wird, sondern es sind viele, die dafür sorgen, dass die Anzahl der Ereignisse groß wird. Bestätigt sich hier auch in diesen Vorlesungsarbeitsbereichen, weil natürlich wirklich fast jeder Student die Vorlesungsfolien mindestens einmal nachher runterlädt. Man sieht das auch hier an dem Longtail. Ne? Gibt hier immer in den verschiedenen Arbeitsbereichen, und das waren jetzt nur die Projektbereiche, die wir hier genommen haben, dass hier stellenweise zwei Benutzer schon für mindestens 10% aller Ereignisse verantwortlich waren. Hier war ein Benutzer für 35% verantwortlich. Wahrscheinlich der Projektmanager, der das meiste da gemacht hat. Ja, während das nach hinten abflacht, ne? Also so ab 10, ja, da tragen die kaum noch was dazu bei, zu den Aktivitäten in den Workspaces. Und das ist natürlich auch ganz interessant, weil dann viele Leute immer fragen, ja, wir haben ja eigentlich keine hohe Beteiligung. Es scheint da relativ normal zu sein, dass das so ist, weil wir das in vielen anderen auch bestätigt haben. Die nächste Frage ist, wie hoch ist eigentlich so der Zeitraum der Informationsdiffusion? Wenn ich da was reinstelle, wann kriegen die Leute das eigentlich mit? Wann wird das aufgegriffen und weiterverwertet? Was wir hier mal aufgetragen haben, sind die Tage nach der Erzeugung eines Dokumentes oder eines Beitrags, einer Wiki-Seite oder so in dem System. Und wann die dann so mindestens einmal so gelesen wurde hier. Und das heißt also, hier ist so ein Beispiel dafür, das ist diese Linie, dass hier zu diesem Zeitpunkt 50 aller Dokumente nach 5 Tagen mindestens einmal gelesen wurden. Also sie wurden zumindest mal von irgendjemandem angefangen. Es hat einen Effekt gehabt, dass da einer was gemacht hat in diesen Arbeitsbereichen. Wir sehen hier sehr schön, das steigt steil an. Wir kommen hier in so eine Kooperationsphase. Das, was Leute beitragen, wird auch von anderen wiederum genutzt. Wir erreichen aber maximal hier so 70%. Ja, also das heißt, 30% aller Objekte werden gar nicht gelesen. Typisches Archiv, ich lege das mal da rein. Dann wird es vielleicht nie gelesen. Liegt auch vielleicht daran, dass hier stellenweise dann Bilder abgelegt wurden oder Sachen. Erstmal nur so Literatur, wir sammeln sie mal. Und dann kommt man nachher in so eine Archivphase rein. Aber das sieht auch, was nach so 7, 8 Tagen nicht gelesen wird, wird nicht mehr gelesen. Da passiert einfach nichts mehr. Es sei denn, es gibt noch mal ein externes Event. Und dann war ich auf einer Veranstaltung zu einem ganz anderen Kontext und da berichtete jemand aus dem ZDF. Und zwar machte der Untersuchungen dazu, wie die Mediathek genutzt wird, die ZDF-Mediathek. Und zwar war das der Herr Engel, der ist verantwortlich, ich weiß nicht, ob er jetzt steht irgendwo, jedenfalls für die ZDF-Medienforschung, der hat da berichtet. Und das war erhellend. Wir sehen hier wiederum die Nutzungspattern von Videostreaming für Telenovelas, für die wirkliche Satire oder für Snapshot, für die Serie, die da hatten. Wir sehen hier auch, dass die drastisch runtergehen am Prozentsatz der Gesamtnutzung. Das ist im Prinzip die umgedrehte Kurve von dem, was Sie eben gesehen haben. So nach 3, 4 Tagen, ne, ebbt das ab, da passiert nichts mehr. Das ist natürlich die Frage, haben wir eine Naturkonstante? Nach 3, 4 Tagen ist alles Neue nicht mehr relevant, auch in der Kooperativität. In kooperativen Systemen, nach 3, 4 Tagen passiert nichts mehr. Für mich war das ganz erhellend zu sehen, dass in einem ganz anderen Medium ein ähnlicher Effekt eigentlich eintritt. Und vielleicht gibt es hier ähnliche Nutzungsstatistiken zu Ihren Systemen, um mal zu gucken, können wir das in anderen Systemen letztendlich wiederfinden? Oder liegt es nur daran, dass BSTW ein blödes Interface hat? Ja, das kann ja auch ein Grund sein, weil wir das irgendwie jetzt hier erstmal nur für den BSTW gemacht haben. Zwar für unterschiedlichste Arbeitsbereiche, aber hier halt für den BSTW. Ein anderer Punkt war dann, dass es Papiere gab, die immer wieder behauptet haben, wer einmal ein Lurker ist, das ist ein Rollentypus für einen Menschen.
Also Lurker sind die Leute, die in Foren nur lesen, die nichts beitragen. Einmal Lurker, immer Lurker. Hat es Untersuchungen gegeben auf der CSCW, jede Menge Papiere, die das behauptet haben und untersucht haben. Und der Michael Muller von IBM Research, dem hat das da wohl gestunken und hat gesagt, das kann doch nicht sein. Hat Untersuchungen in Connections gemacht und hat nachgewiesen, indem er gesagt hat, das stimmt nicht, das ist nicht personenspezifisch oder rollenspezifisch, das ist abhängig von den Inhalten und von dem Arbeitskontext, was ja irgendwie auch nahe liegt. Sie kennen alle sicherlich Foren, in denen Sie mehr lesen und in anderen sind Sie aktiv. Und hier konnten wir das wunderbar nachweisen. Wir haben einfach mal Folgendes gemacht, wir haben die Aktivität der Benutzer normalisiert und hatten dann so eine normalisierte Aktivitätsposition. Das war im Prinzip die Position, die die Leute hier in dieser Kurve einnahmen. Ja? Also einmal hatte ein Benutzer, war er hier an der ersten Position, dann an der zweiten, dritten, vierten, manchmal in der 20. Und wir haben das einfach dann mal gemittelt und normalisiert, überspringen. Und dann sieht man also, dass der Benutzer 14 in einem Arbeitsbereich hier eine ganz hohe Aktivitätsposition hatte, in dem anderen eine ganz niedrige. Und so sieht man das hier, dass also für eine ganze Reihe von Benutzern das ein sehr breites Spektrum annahm. Hier hinten finden wir mal Benutzer, die immer so einen gleichen Aktivitätslevel haben. Also je kürzer eigentlich dieser Balken ist, das heißt, je weniger differiert das eigentlich zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen. Aber wir sehen, dass es für viele Benutzer da eine große Differenz gibt und konnten damit eigentlich immer sehr schön Michael Muller bestätigen, in dem, was er damals da gefunden hatte, und auch widerlegen, dass das wirklich eine personentypische Sache ist. Das hängt wirklich von den Inhalten und von den Projekten ab, in denen die Leute arbeiten. Ist ja auch naheliegend. Sie sind in manchen Projekten, arbeiten sie so mit und beobachten, was da passiert. Sind sie mal eingeladen worden, in den anderen sind sie halt wirklich voll dabei. Nun, was sind Designimplikationen? Was kann man daraus machen letztendlich? Der Typ eines Arbeitsbereichs, das haben wir letztendlich gelernt, bestimmt wirklich die Nutzung und kann ebenso aus den Ereignissen zurückbestimmt werden. Also Michael Muller hat das über die Inhaltstypen letztendlich festgestellt, wir haben es über die Aktivitäten festgestellt, dass man wirklich sich die Ereignisse angucken kann und dann Rückschlüsse daraus ziehen kann, ist das ein Organisationsbereich, ist das was anderes. Das heißt, ich kann das User-Interface, das Erscheinungsbild, letztendlich aufgrund der Aktivitäten der Benutzer anpassen und mich damit ihm nähern. Die ganze Kooperation verläuft in Phasen und die Erkennung der Phasen kann auch wiederum dazu genutzt werden, Benachrichtigungen zu adaptieren. Sie kennen das vielleicht, viele Systeme senden Ihnen dann die E-Mail, gestern ist das passiert. Das interessiert Sie nicht, weil Sie da im Moment nicht aktiv sind. Das aber dynamisch anzupassen an das, was jetzt wirklich in der Gruppe passiert, wenn man erkennt, wir kommen hier in eine Reuse-Phase oder in eine Co-Creation-Phase und dann auch die anderen, die normalerweise ruhig sind, besser zu triggern, denen andere Nachrichten zu schicken, kann dazu genutzt werden. Wir haben das mal auch im BSTD ausprobiert, das hatte eigentlich einen großen Erfolg, dass Leute stellenweise gar keine Activity Reports bekamen und plötzlich bekamen die welche. Plötzlich bekamen die bei der Änderung eines Objektes sofort eine Nachricht, was dann auch für die einen sehr positiven Effekt nachher hatte, dass sie sagten, jetzt bekomme ich das mit. Das Grundrauschen, das übersehe ich eigentlich. Wenn ich aber das Gefühl habe, das ist benutzerspezifisch oder wird aus der Aktivität der Gruppe heraus abgeleitet, hat das für mich eine größere Bedeutung. Ja, und diese Metriken liefern letztendlich Benchmarks, um sich zu vergleichen. Wir haben es jetzt nur mal für diese Arbeitsbereiche gemacht, werden aber auch interessiert, das mal mit anderen auszutauschen. Und diese Darstellung der Responsiveness kann die Beteiligung natürlich auch steigern. Dass man sieht, das ist ein hoher Arbeitsbereich, wenn ich da was reinstelle, passiert auch sehr schnell was mit meinen Ergebnissen. Wenn das der Fall ist, kann es die Beteiligung steigern, kann es aber auch verhindern, wenn man sieht, ich stelle da was rein, was passiert nicht. Gut, damit möchte ich letztendlich auch zu einem Schluss kommen. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen klar machen können, welchen Einfluss Social Media in letzter Zeit auf Unternehmenskommunikation hat und mit welchen Problemen sich teilweise große Unternehmen herumschlagen, die sagen, wir müssen eigentlich diese Form der Kommunikation und Kooperation, die draußen genutzt wird und herrscht, in das Unternehmen ziehen, um dann eine ähnlich leichte Kommunikation zu haben, leichtgewichtig. Viele Manager sagen, um Gottes Willen, wenn jetzt hier jeder mit jedem und alle sich nur noch in Foren austauschen und Microbloggen und Social Tagging machen, die sollen arbeiten, ja, und nicht kommunizieren. Falschrum aufgezäunt, das fährt, ja, weil kommunizieren ist häufig Arbeit. Dann ein Vorschlag für die Kennzahlen von kooperativen Arbeitsbereichen. Versuch auch das mal zu klassifizieren. Müsste natürlich noch weiter validiert werden. Interessant war, dass diese Aktionsprofile wunderbar dem 20-80-Pareto-Prinzip folgen, was man in vielen Dingen feststellen kann. Die Auswertung der Metriken kann zum Design genutzt werden. Das ist das, was jetzt anliegt, wo wir jetzt auch weitere Arbeiten zu starten werden. Und der Benchmark letztendlich auch zur Steuerung. Wenn ich feststelle, ich falle mit meinem Kooperationsbereich unter das, was andere haben,
Und die haben wir jetzt erste Kennzahlen. Kann man eigentlich sagen, muss ich jetzt hier ein Change Management starten? Ist das eher auf menschlicher Ebene? Oder muss die Technik eigentlich verbessert werden? Und vielleicht ist es so, wir haben es jetzt noch nicht mit Dropbox oder ähnlichen Systemen verglichen, vielleicht kriegen wir in Dropbox eine viel bessere Kooperativität oder hoffentlich eine schlechtere als in BSD. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und stehe dann auch für Fragen zur Verfügung.